So, meine Freunde, und hier bin ich wieder mit dem Pokémon Mystery Dungeon. Nein, nicht Pokémon Mystery Dungeon. Ah, jetzt bin ich schon wieder in Pokémon Mystery Dungeon. Nein, nicht Pokémon Mystery Dungeon, sondern Pokémon Feuerrote Edition. So, jetzt habe ich's. Pokémon Mystery Dungeon, oh mein Gott. Ah, aber das könnten wir auch ein bisschen weiter zocken. Weil daran habe ich ein bisschen auch Lust. Aber, naja, nur wenn ihr wollt. So. So, denke ich, sind wir wieder bei der Brücke. Und oh, wir haben leider versagt bei der Arena-Leitern, aber wir trainieren noch ein bisschen bei der Brücke. Und wenn wir das gemacht haben, dann geht's mal los zu der Arena-Leiter und dann machen wir sie damit platt. Ich bin Nummer 4. Wirst du müde? Nein. So, eine Herausforderung für Göre Unna. Nidoran. Okay. Dann kommt Menki. Okay. Oh, mein Mega-Kick ging daneben. Und den Energiefokus, das ist auch eine sehr gute Attacke. Ich glaube, die Attacke will ich dann auch mein Menki erlernen. Weil dann sammelt man die ganze Energie. Oh, natürlich, ich bin vergiftet. Oh, nee. Oh, nee, Leute. Das geht nicht gut aus. Oh, nee. Das haben wir getroffen, okay. Oh, nee. Aua. 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 Los. Mega-Heb. Ging daneben. Was? Oh, nee. Schnabel. Und. Nee, war sehr effektiv. Okay, dann kommt jetzt Glutexo dran. Ich brauche mein Minky, der muss ja das machen und die Arena. Alleine. Ja, ohne Hilfe von Glutexo. So, jetzt hab ich's. Okay. Nidoran, jetzt weiblich. Sorry, Leute. Okay. Okay. Die Nidorans. Ich finde es auch sehr gut gemacht, dass es ein männliches Nidoran gibt und ein weibliches, dass sie anders aussehen. Und ich finde es immer gut, dass sie das immer ändern. Also das Aussehen von anderen Pokémons und so. Oder zum Beispiel die Rehen-Pokémon, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die vier. So, dass sie jedes Jahreszeiten anders aussehen. Hier sieht anders aus und ja. Und ich glaube, wie sind die anderen Pokémons noch? Da gibt es noch ganz viele andere Pokémon, die auch immer gleich heißen, aber anders aussehen. Und das ist echt genial gemacht. Echt genial gemacht. Unser Menki weiter trainieren, Leute. Unser Menki. Immer unser Menki. Jetzt kommt der fünfte, Leute, der letzte. Und dann kriegen wir unsere Belohnung. Ich habe schon die Belohnung. Ich bin Nummer 5. Dich mache ich Platz. Ob du das machst, das kann ich dir nicht versprechen. Aber ich denke nicht. Er hat auch einen Menki. Dann wird es ein richtiger Menki-Kampf. So. Wir machen Mega-Kick. Ob er auch Mega-Kick kann? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Weil das kann... Oh, und das war schon. Oh, das war richtig hammergeil. Ja, mein Menki, das kann keiner übertreffen. Das kann keiner übertreffen. Keiner. Nicht mal du. Ja, da guckst du, gell? Okay, so. Okay. Jetzt krieg ich die Belohnung. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 5 Trainer besiegt! Oh cool! Du hast einen großartigen Preis gewonnen! Roxen erhält ein Nugget. Roxen packt Nugget in eine Itemtasche. Möchtest du auch ein Mitglied des Team Rocket werden? Was? Möchtest du auch ein Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon! Werde Mitglied! Nee, ich weiß nicht, ich will da ein Trainer werden, ein super Trainer, was. Damit ich ein Champion werden kann. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeiten leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Was? Was dumm? Er ist ein Team Rocket-Rüpel? Noch eine? Oh Mann, die verstanden sich echt komisch. Eine Herausforderung von Team Rocket-Rüpel. Rettern! Los, du bist dran! Ja, Leute, ich muss die Stimme immer so verändern bei Team Rocket, weil die sind ja halt immer so böse, ne? Weil die haben ja so eine böse Stimme und so böse und böse. Ich glaube, das ist sowieso sehr effektiv. Nein, doch nicht. Aber
Jetzt beißt er mich auch noch. Danke. Dann kriegst du meinen Fußkick zu spüren. Zack! Oh ja. Also ich werde super in den Kampf geschickt. Willst du Pokémon wechseln? Nein. Das packt mein Mankey schon. Mein Mankey ist einzigartig. Und super gut. Superschall. Au, 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 au. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir unser nächstes Pokémon fangen. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon fangen oder irgendwo anders. Keine Ahnung, welches Pokémon mich anspricht. So, okay. Wenn mein Mankey verwirrt, das werde ich nicht zulassen. Oh, der macht wieder Superschall. Ging daneben. Gut. Gut, Glodexo. Gut, dass du ausgewichen bist. Okay. Bei deinen Können wärst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Denke darüber nach. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, das ist ein Pokéball. Ein Pokéball. Anziehung. Ah, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das werde ich gar keinen erlernen. Da habe ich immer ein Abra gefunden und ich habe immer so Abra gemocht. Wegen so Kadabra und Simsala und was weiß ich und so. Weil das Pokémon hat echt cool ausgesehen. Aber jetzt, ja, ist sowieso noch cool. Aber jetzt gibt es ganz viele andere Pokémon, die cool sind. So, dann kämpfen wir mal gegen ihn, würde ich mal sagen. Ich komme gerade vom Mondberg und bin topfit, weißt du? Tatsächlich? Wenn du das wirklich bist, dann müsstest du eigentlich einen Kampf gegen mich überstehen können. Ein Macholo, Das wird schwierig. So. Machen wir mal Fußkick. Mach Zielblick. Aha. Okay. Dann machen wir Mega Heap. Mega Heap ging daneben. Oh, jetzt macht er Ausfußkick. Aber kannst du auch das da? Mega Heap. Zack. Nein, das kannst du nicht. Das kann nur mein Mankey. Nur mein Mankey. Mankey. Oh ja, Mankey. So, also hier kommt Kleinschein. Okay, das ist gleich tot. Also, gleich weg von hier. Machen wir gleich Fußkick. Er hat noch überlegt. Okay. So. Okay. Damit haben wir ihn auch besiegt. Wir gehen unser Pokémon heilen. Damit sie wieder topfit sind, Leute. Also mein Mankey nur besser gesagt, weil mein Mankey, der trainiert ja hart, tapfer, wie ein richtiger Mankey. Und das wollen wir auch von ihm. So, okay. 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 So. Und da oben gibt es ja angeblich ein Labor, hat der Zetto gesagt, unsere Rivale. Oder irgendjemand, der Bill heißt. Und ich bin gespannt, wie er ist. Du möchtest zu Bill, aber erst wird gekämpft. Oh, Mann, oh. Ich meine, oh ja, kämpfen, das mag ich auch. Ein Pokémon? Was für ein Pokémon hast du eigentlich? Ein Onix. Tja, dann würde ich mal sagen, pack deinen Onix gleich wieder ein, weil das wird nicht lange hier draußen bleiben. Bam! So, achso, okay, ist nicht sehr effektiv. Ist nicht sehr effektiv. Achso, ja, das sind ja normale Attacken. Ich schlauer. So, aber jetzt ist es weg. Aber trotzdem hauen sie ganz schön viel rein. So, er ist Level 20 geworden. Ich denke, das können wir so lassen. Können wir das so lassen? Mankey Level 20? Ja, das können wir so lassen, Leute. Jetzt tun wir Glodexo weiter trainieren. Glodexo muss auch ein bisschen weiter vorne sein. So, tauschen wir mal. Da da da. Oder ich könnte mir noch ein Pokémon fangen und das trainieren, aber...
Nee, tun wir alles später machen, alles später. Die Pokémon-Reise ist noch ganz lange und ja, da haben wir noch genug Zeit, um Pokémon zu fangen. Und übrigens, bevor wir zur Liga gehen, werde ich sowieso auch noch ein paar Pokémon fangen, damit wir unser Pokédex füllen. Vielleicht machen wir doch, wie heißt da unser Professor Eich? Da machen wir doch seinen Traum wahr, weil es sind ja eh nicht so viele Pokémon, muss ich sagen. Weil das mache ich noch mit bei der Edition, weil es sind ja nur 150 Pokémon, beziehungsweise 151 mit, ihr wisst schon wem, aber ja. Und ja, das mache ich noch gerne mit, weil so viele sind es ehrlich gesagt nicht. Das sind schon viele, aber nicht so viele wie bei der anderen Grenze, so wie wir, was weiß ich, 700 Pokémon fangen müssen oder so. Da mache ich das nicht mehr mit. Nein, nicht wechseln. Ich bin gespannt, wie das bei den nächsten Generationen weitergeht, ob sie auch ganz viele Pokémon hinzufügen, aber ich glaube nicht mehr. Weil es sind echt genügend Pokémon jetzt, finde ich. Die können ruhig ein paar reinmachen, so legendäre. Was weiß ich noch, können sie ruhig machen. Aber ich glaube nicht, dass sie 100 Pokémons mehr reinpacken werden, weil das ist jetzt echt viel. Wie viele Pokémons gibt es denn jetzt? Ich weiß nicht, ob es wirklich 700 gibt oder. Nein, ich glaube, es gibt. Oder gibt es 700? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall gibt es schon eine Menge. Das weiß ich. La 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 la. Okay. Das wird jetzt ein spannender Kampf, Leute. Das wird echt ein spannender Kampf. Mach Tackle. Ich merke Kratzer. Gut, ich hab's doch geschafft, Leute. Ich hab's noch geschafft. So. Damit kommen wir jetzt echt weit, Leute. Wir sind gleich im Bild, glaube ich. Ach, komm schon. Hallo, mein Freund ist cool. Ach so? Na, wenn das so ist. So. Da kommt der Nidoran. Wahrscheinlich eh die zwei gleichen. Weiblich und männlich wahrscheinlich. Ganz bestimmt, Leute. Cool. Gleichen einfach one-hitted. So, dann kommt jetzt der nächste Pokémon. Genau. Genau, das weibliche Wesen. Okay. Damit haben wir es auch geschafft. Auch ein One-Hit. Wahrscheinlich macht das ja einen hohen Treffer, aber nicht sehr effektiv, aber es macht einen hohen Treffer. Okay. Ich will jetzt unbedingt nicht kämpfen, weil ich habe wenig Leben. Komm, einmal gehe ich noch zum Pokécenter. Einmal noch. Das letzte Mal. Und dann gehe ich nicht mehr wieder zurück. Nie mehr wieder. Nie. Oder. Doch, ich gehe schon wieder zurück, aber das letzte Mal bei dem Weg. Kann man eigentlich. Nein, kann man nicht. Deswegen wäre lustig, wenn wir die Reise so fortfahren können, ohne einen Orden zu kriegen. Das wäre echt lustig. Ja, das wäre echt lustig. Wenn man dann so. Was weiß ich, wie stark man ist, gegen nur solche Trainerrüppeln so kämpft oder so. Dass man einfach nur die Orden-Arena-Leiter auslässt, das wäre echt lustig. Das wäre echt lustig, aber müssen die machen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Schade. Naja, weil sonst hätte ich mir gesagt, komm, lass uns einfach die Trainer einfach nur so angreifen. Und dann machen wir später die Arena-Leiter. Ach, obwohl, nee. Das geht ja schwer. Nee, man muss die Arena-Leiter machen. Oh ja, das haben sie echt gut bedacht, die Entwickler. Da, 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 da.
ich zum ersten Mal Pokémon gespielt habe, das muss ich auch sagen, da habe ich gar nicht mal gewusst, also nicht so richtig, was sehr effektiv war, weil da habe ich nicht so richtig im Internet nachgeschaut, weil da hatte ich noch gar kein PC gehabt, und kein Internet, und meine Nase juckt, jetzt merke ich gerade, und da habe ich mir einfach so vorgestellt, ja, wie würde eigentlich Kleinstein, wenn ich Glut einsetze, eigentlich aussehen? Er würde eigentlich nur so ein Feuerstein sein. Das muss eigentlich sehr effektiv sein. Ein Stern wird dann verbrennen irgendwie. Nein, doch nicht. Ist nicht sehr effektiv. So habe ich mir immer das eingeredet oder so. Oder was weiß ich, mit dem Carpador, wenn ich eine Blitzattacke eingesetzt habe. Ja, wenn ich einen Donnerblitz einsetze, dann wird er ganz schön geschockt. Und dann wird er ganz schön gebraten. Oh ja. Oh ja. Das ist sehr effektiv. Und das ist auch sehr effektiv gewesen. Und ja. Ach man, da habe ich ganz schön verrückte Sachen gemacht. Da habe ich mich überhaupt gar nicht mal so gut ausgekannt. Ich glaube, jetzt kommt nur noch Kleinstein oder so. Egal, lassen wir einfach Glutexo einfach weiter trainieren. La 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 la. Was gibt's noch zu sagen eigentlich? Ba, ba, ba. Ba, ba. Da 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 da. Als nächstes kommt Macholo. Ah, ein anderes Pokémon jetzt. Los Macholo. Die sind alle so niedrig, die Pokémons. Und er brennt. Und er macht Fußkick. Und jetzt brennt er und er ist tot. Gut. Gegen einfacher, als ich gedacht habe. So. Wie viele kommen da noch? Noch zwei. Ach komm, die machen wir noch. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Da war ein Pokéball gewesen. Ich hätte den holen können. Hätte ich den Trainer etwas weiter rausgelockt. Herausgeholt. Oh naja. Aber naja. Ist nicht so schlimm. Später kriegen wir dann irgendwann einen Zerschneider. Oder haben wir schon einen Zerschneider? Nein, ich glaube noch nicht. Na 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 na. Okay. Biss, ja. Okay. Aber dann Biss wird er nicht viel bringen, weil ich bin Glutexo und Glutexo packt alles. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Bill. Oh, da vorne ist noch einer, oder? Ah, da ist noch einer. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Ach so? Wer bist du eigentlich? Kenn ich dich? Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Okay. Ups, jetzt habe ich Kratzer eingesetzt. Das wollte ich jetzt nicht. Doch, das wollte ich machen. Das war alles geplant. Das war alles geplant. So. Also es kommt Sandan. Nein, da dürfen wir nicht Pokémon wechseln. Wir greifen einfach ganz normal an. Da machen wir Glut. Und weg ist unser Satan. Also nicht unser Satan, also unser gegnerischer Satan. So. Und jetzt. Achso, das war schon. Das ging aber schnell. Stimmt, weil den einen haben wir mit Kratzer verwandelt. Das ist so geil. Hallo. Meine Freundin hat so einen süßen Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Das tut mir aber leid für dich. Naja, aber nicht traurig sein. Dann jetzt mein Glutexo kennen. Mein Glutexo kann Glut machen. Und ganz viele andere Pokémons. Attacken. Pokémons. Ja. Da, da. Taubsi. Okay, jetzt kommt ein Taubsi. Ein Taubsi.
Das macht mir mit Kratze fertig. Und ich mach zurück zu Cape. Noch mehr kratzen. Mirabla, okay. So. Glut. Und weg ist er. La 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 la. So. Gut so. Jetzt können wir eigentlich mal zu Bill gehen. Ja. Oder kämpfen die auch noch? Das Cup ist beliebt bei Pärchen. Die Arena-Leiterin Misty hat hohe Erwartungen an diesen Ort. Ups, falsche Taste. Hallo, bist du alleine hier? Wenn du am Cup von Azure City bist, solltest du jemanden dabei haben. Wieso das? Wieso das? Achso, okay, verstehe. Hä? Moment mal, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Mal gucken. Ist es Bill Haus? Kunsthaus? Hier wohnt Bill. Okay. Hä? Hallo, ich bin ein Pokémon. Was? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Oder Maniac, oder keine Ahnung. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurde meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Ja. Ich gehe in den Teleporter und du startest von einem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Gut. Dann mache ich's. Oh, von Computer natürlich. Ja, klar doch. Klar, das mache ich doch. Gerne. Roxen hat den Zell-Separator in Gang gesetzt. Okay. Hallo. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir eine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Cool, ich habe ein Bootsticket erhalten. Das ist echt gut. Das werden wir bestimmt noch brauchen, damit wir ein bisschen Boot fahren können. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Ain. Okay. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Naja, wenn es mir schon sowas gibt, dann hätte ich schon ehrlich gesagt Lust. Warum nicht? Dann sehen wir uns das mal an, würde ich mal sagen. Aber wir müssen doch die Arena-Leiterin besiegen. Also, los zur Arena-Leiterin. Wir besiegen sie hier und jetzt. Hier und jetzt auf der Stelle. Oh ja, Leute, wir machen das geschickt. Ganz geschickt. Ganz geschickt. Ups. Nein, Hilfe. Information, weg da. So, erstmal unsere Pokémon heilen. Okay. So, und jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt kommt der spannende Teil, Leute. Jetzt kämpfen wir gegen Evishumi, gegen Misty. Ups, falsch. Gegen Misty. Du musst neu sein, ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du an, deine Pokémon... Oh, verdammt! Ich habe was vergessen, Leute. Die Reihenfolge! Egal, Leute. Ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee. Oh, okay, so, erstmal strecken. Genauso wie Misty, wie es sie tut. So, okay. Los, Glutexo! Wenn ich... das besiege, also das da hier, dann, ja, dann durch das Pokémon wechseln. Ackerwelle, ohne, oh, gut so. Nochmal Kratzer. Ohne, jetzt mach es Genesung, ja klar doch.
Die Attacke gibt's eigentlich gar nicht mehr, oder? Also, die gibt's schon, aber nur bei der alten Generation, so wie ich weiß, oder? Die gibt's so selten? Ich weiß es nicht, weil früher ist ja gut verteilt gewesen. So, jetzt kommt Genesung wieder. Ganz klar. Ach, darum, genau das habe ich so gehasst. Dann. Genesung. Oh Mann. Genesung ist so eine Attacke, die ich echt. Naja, die ist eigentlich eine gute Attacke. Eine sehr gute Attacke ist. Wenn ich sie einsetze, das ist sehr gut. Aber wenn das der Gegner einsetzt, dann ist es nicht sehr gut. Hoppla. Kratzer. Genesung. Was denn sonst? Okay. Dieser Kampf wird schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Härtner? Ja, klar doch. Warum nicht? Warum nicht? So, Glut. Okay, ist nicht sehr effektiv, aber er macht Aquawelle. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Das war noch ein Volltreffer dazu. Jetzt habe ich das auch mal zu spielen gekommen. Aber ich muss jetzt ganz dringend. Oh Mann, für große Roxums. Und für kleine Roxums. Nicht zu vergessen. Jetzt muss ich ganz schnell. Ach egal, ich gehe jetzt schnell, Leute. Sorry, Leute, dass ich jetzt das ungeplant vorgehe, aber ich komme gleich. Ich bin gleich wieder da. So, Freunde, da bin ich wieder und es geht jetzt weiter. So. Okay. Oh mein Gott, genau da waren wir. So, dann setzen wir unser Mega-Kick ein. Und macht Aquafälle. So, dafür esse ich jetzt eine Mandarine. Hat mich verwirrt. Das Ganze gar nicht gut. Wieso ich Fußkick gemacht habe, aber ich weiß nicht, aber. Mann, das schaffe ich niemals. Weil ich bin verwirrt. Sorry, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ich glaube, das war keine schlaue Idee. Ja. Ich habe gar keine Chance mehr. Ich habe auch gar nicht mal eingekauft. Darauf bin ich jetzt auch. Das ist mir auch jetzt gerade eingefallen. Egal, Leute, wir haben sowieso keine Chance. Machen wir mal Mega Kick. Okay. Der Kopf ist dann gut so. Gut so, aber jetzt. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich immer verliere. Oh nein. Oh nein. Roxen ist in Ohnmacht gefallen. Er hat schon wieder verloren. Ding, ding, tü-tü-tün. So, hier sind deine Pokémon. Und vergiss nicht, du musst gewinnen, weil sonst bleibst du ein Noob und bist ein Noob. Sorry. Kann mal passieren. Ach man, oh. So, jetzt muss ich mal einkaufen gehen, Leute. Jetzt muss ich einkaufen gehen. Da ist er schon. Und wir machen noch die Arenenleiterin bei diesem Part fertig. Ich glaube, der Part ist schon etwas länger. Also, ganz schön lang. Aber, was soll's. Okay, da gibt's keinen Supertrank. Da gibt's nur einen Trank. Oh, doch, da ist Supertrank. Dann nehmen wir ein paar Stück. 5. Fünf reicht vollkommen. Und was nehmen wir noch? Aufwecker. Weg den Schlafenden. Was nehmen wir noch? Ja, das war's. Wir brauchen nicht mehr. Und ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wenn ja, dann sorry, dass mein Antivirus-Schutz sich gemeldet hat. Diese Werbung, meine Güte. Okay. Leute. Diesmal packe ich es. Das mache ich mit voller Ernst. Oh ja, Leute. Weil ich tue jetzt die Reihenfolge ändern. Und das heißt schon was. Weil ich werde gewinnen. Oh ja, das werde ich. Denn ich werde Champ von. Wie heißt die Region? Ich habe keine Ahnung.
Eine Herausforderung von Leiter Misty wird von Sternen in den Kampf gesteckt. Okay. Los, Mankey. Mankey, du darfst ihn nicht unterschätzen, ja? Er ist ein Stern. Sieht vielleicht aus ein bisschen wie Patrick, aber er ist nicht Patrick. So, Mega-Kick, los. Direkt auf die Perle rauf. Ja, dann macht er. Gut, gut, das ist gut, Leute. Was sollen wir machen? Sollen wir Mega-Hieb machen? Ja, machen wir Mega-Hieb. BÄM! Voll ins Gesicht. Aber es hat kein Gesicht. Vielleicht ist die Perle das Gesicht. Ja, okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Okay, der nächste ist Dami. Nein, ich möchte nicht wechseln. So, wir müssen gleich ernst machen, Mankey. So, gleich auf dem Rubin da. Oh, ja, klar. Warum greifst du jetzt aber? Warum? Nur weil du Erster kommst, malst du Erster? Nee. Hm. Ich muss mein Pokémon heilen. Ich muss mein Pokémon heilen. Weil sonst ist es tot. So. Vielleicht hätte ich Mankey doch ein bisschen mehr trainieren sollen. Was soll das? Hm. Ich glaube, das war ein Fehler, was ich jetzt gemacht habe. Ja, das war ein Fehler. Ah, Mann, werde ich es schaffen, Leute, oder werde ich es nicht schaffen? Ich glaube nicht. Oder glaubt sie, ich schaffe das? Nein. Mach gar keinen Blödsinn, Roxen. Mach gar keinen Blödsinn. Wir müssen es schaffen. Bitte überlebt die Aquaville. Bitte, 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 bitte. Gut so. Gut so. So, Supertrank noch. Nein, nicht auf! Weh, das wird jetzt ein Volltreffer. Okay, gut. Das wäre echt. So, auf ihm. Ja. Jetzt will er nochmal Aquaville. Ja, Aquaville! Haha, sehr lustig. Stami. Ah, mein Güte, Stami. So, jetzt kommt Mankey. Damit hast du nicht gerechnet, dass ich zwei Mankeys habe. Ja, das sind zwei Mankeys auf dem gleichen Level. Und die haben zufällig auch die gleiche Attacke. Okay. Mega Kick. Wieso greifst du schon wieder erst an? Was soll das? Das ist unfair. Und die Attacke ging daneben. Ich habe so ein Gefühl, ich schaffe das nicht, Leute. Nein, das packe ich niemals. Das packe ich niemals. Ich könnte auch. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Oh nein. Mega, komm schon. Sternschauer. Nein, nicht, nein, nicht, nein, 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 nein. Wir haben verloren, Alter. Wir haben verloren. Schon zum dritten Mal. Und ich sollte mich etwas anstrengen. Ja, das mache ich. Ich mache das. Ja, ja. Okay, genug gescherzt, Leute. Genug gescherzt. Genug gescherzt. Das war's jetzt wohl. Also, ich denke mal, ich werde diesen Part enden und dann will ich mal in Offscreen trainieren. Und wer weiß, vielleicht fange ich mir auch mit mir ein neues Pokémon. Und ja, das sage ich mal. Ciao, Leute. Bis dann. Und ich hoffe, es hat euch gefallen bis daher. Und bei der nächsten Episode, also Folge, werde ich Misty schlagen. Bis dann. Ciao.